damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Green Hell. Ja, das Viech ist gerade schon wieder weggelaufen. Ja, mit dabei ist natürlich wieder der Nico. Ja, hallo. Ja, schön. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was hier gleich mit dem Ofen hier passiert, ob dann einfach das Eisen hier unten aus dem Loch rausläuft. Also ob ich irgendwie eine Schale hätte machen müssen oder sowas. Ich habe absolut keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Ich habe es genau gesehen. Ich habe es genau gesehen, da ist gerade eine Nuss runtergefallen. Und eine zweite Nuss. So, gut. Nico versucht heimzukommen. Ich schreibe mir nochmal kurz die Koordinaten auf, weil ich möchte auch mal kurz ein paar Schritte mal hier aus dem Lager machen. 6, mein Stift geht nicht. 46 W und 26 S. Okay. So, irgendwo alles hier klar. An dem Strand müsste es gewesen sein, wo ich dieses Viech vorhin mal getroffen habe. Ob es jetzt noch da ist, ist die große Quizfrage. Aber es müsste hier irgendwo in der Nähe gewesen sein. War das gerade ein Schwein oder ein Tiger? Ich glaube, es war genau hier. Es ist nicht mehr hier. Es ist ein großes. Schade. Krokodil ist weg. Oder du bist falsch. Nee, ausgeschlossen. Naja, würde ich jetzt so nicht sagen. Psst, ausgeschlossen. Ja, Wildschweinchen, ich will euch jetzt nicht töten, weil wir haben eigentlich gerade im Moment genug Fleisch. Weil ich weiß, so, also so weit weg. Drei Wildschweine. Weil ich weiß, so weit weg war das ja nicht. Ja, verschwindet mal. Ich treibe hier auch irgend so ein Viech vor mir her. Bleibst du mal weg von dir. Genau in dem Moment, wo ich jetzt wäh gesagt habe. Funktioniert. Wurstig. Ob man mehr Wasser trinken soll? Ja. Naja. Ja. Ah, schmutzig. Hm. Okay, nee. Gibt's eigentlich überhaupt. Ah, ich hab doch antiparasitäre Dinger. Ja, aber gibt's irgendwo sauberes Wasser im Fluss? Oberschalen? Ja gut, aber ich meine im Fluss. Keine Ahnung. Ich habe so ein paar Stellen gesehen, wo wirklich sauklares Wasser drin war. Ich denke fast, mal... Fast wäre ich in dich reingelaufen, du Mistviech. Fast, aber nur fast. In der Klapperschlange? Ja. Gott sei Dank warst du nicht verdeckt. Geil, Juli. Ich bring mal noch mal was mit, was wir noch gar nicht haben. Bananen. Oh Gott. Ja. Hier liegt schon wieder ein Papagei rum. Alter, ich glaub's nicht. Was hat's mit den Vögeln hier auf sich? Was hab ich denn hier? Was hab ich denn für einen Riesenstängel in meinem Inventar? Wo fließt das Wasser hier hin? Das Wasser fließt ins Nichts. Hä? Ah ja. Hä? Okay. Aber man kann immer nur einen großen Stein nehmen. Oh fuck off. Hä? Ich mir jetzt kalt oder was? Warum habe ich denn jetzt Fieber? Du hast Fieber? Denke ich mal. Also ist hier dieses Thermometer-Symbol da. Wie hast du denn das jetzt geschafft? Keine Ahnung, einfach so. Du kriegst echt alles. Unglaublich. Oh, das ist jetzt aber denkbar schlecht. Oh nein.
Ja, dann muss ich jetzt mal 5 Minuten hier liegen bleiben und dann. Und dann? Was passiert denn? Keine Ahnung. Sterbe ich oder stehe wieder auf? Keine Ahnung. Och, Nico. Wo bist denn du? Kann ich dir noch nicht sagen. Soll ich mich auf die Suche machen? Nee, vergiss es. Sicher, dass ich mich warte, wieder... da steht aber, warte, bis du wieder zu Bewusstsein kommst oder dich ein anderer Spieler wiederbelebt. Also ich denke mal, ich werde wieder aufwachen. Okay. Das sehe ich jetzt in... Genau, ich stehe wieder. Ah, okay. Ja, ist auch gut zu wissen. Dann lege ich mich jetzt mal hin. Ja. Ja, komm hier. Psst. Ich bin so, was das Geistige angeht, wirklich nicht gut dran, aber naja. Ich habe übrigens Uni.exe stop working. Ja? Ja. Ich hab doch ich hab doch das Eisenerz aufgesammelt. Wo ist denn das hin? Oh, na toll. Ne, geschmolzenes Eisenerz nehmen. Die Wunde. Wir haben geschmolzenes Eisenerz. Die Wunde hat sich natürlich infiziert. Oh nein. Ja, also, ich werde sterben. Das, Soll ich irgendwie dir entgegenkommen? Nö. Also, vergiss es, du kannst mir nicht entgegenkommen. Es ist so weit gelaufen. Ja. Ja, das war's mit meiner Expedition. Oh Mann. Ist ja auch mal auf ein Ende gekommen. Ja, aber dann auf so eins. Ich habe eh nicht damit gerechnet, dass ich überlebend zurückkomme. Ach so. Ja gut. Das war aber so ziemlich von Anfang an klar die Ansage. Hattest du nicht den guten Speer? Oh, warum hast du den guten? Ja, hatte. Und ja. Ich hatte eine rostige Machete. Oh, ich glaube, das müssen wir besser einteilen. Boah. Könnte man. Kann man nur einen großen Stein mitnehmen? Das ja. Ja, belastend. Genau. Deshalb mache ich gerade auch so Etappenlieferung. Weil für das Lagerfeuer, das ich da gerade baue, da brauche ich 8. 8 Steine. Ja, stimmt. Große Steine und normale Steine. Uff. Uff, Tata. Hier war doch voll noch alles voll mit Steine. Wo sind die noch? Mich nicht. Hä? Hier lag doch alles voll. Ja. Hier ist ein Vogelnest im Wasser, ist klar. Ja, nice.
Bin ich jetzt ein bisschen doof? Hier lag vorhin wirklich alles voll mit Steine. Vielleicht hat die ein anderer geklaut. Ja, du wahrscheinlich, wa? Ich nix Steine genommen. Ja, ja, würde ich jetzt auch sagen. Kannst ja in meiner Aufnahme gucken. Ich nix Steine genommen. Ja, ja, ja. Ich selber suche Steine. Oh, jetzt habe ich wieder welche gefunden. Willst du mich verarschen? Wenn ich die großen Steine ablege, verschwinden die nach einer Zeit. Das ist aber belastend. Toll. Ich muss die echt immer ins Lager zurücktragen. Oh. Was ist denn das für ein Kack? Jetzt wollte ich da so Zwischenetappen machen, weißt du? Immer wieder einen Haufen hinterlassen, das kann der Juri. Und zwar gut. So, das, da ich ja jetzt gerade ganz gut vertopft bin und nichts mehr habe, möchte ich genau hier das Wasser jetzt probieren. Wasser unsicher, aber eh halt. Wasser unsicher. Genau, es steht. Es steht unsicher dran, aber wenn ich trinke, ja. Was ist unsicheres Wasser? Ja, unsicher, ob es sauber oder dreckig ist. Ah. Ich habe jetzt zumindest zweimal getrunken und habe keine Whatever-Vergiftung geholt. Also denke ich mal, ist das Wasser da safe. Hä? Das ist aber auch jedes Mal, wenn du aus diesem Render, aus der Render Area rausgehst, sind die Steine woanders. Nice. Deshalb sind die wahrscheinlich despawned. Das kann natürlich auch sein. Ihr braucht nur kleine Steine jetzt und keinen großen. Oh, das ist noch besser. Ich war ja echt absolut nicht in der Nähe hier. Oh. Kann ich hier rein? Sieht nicht so aus. Aber die Gesänge haben wir jetzt auch nicht mehr gehört, wa? Ja, das stimmt. Schon was länger. Ist aber auch interessant, dass wir die erst gehört haben, seitdem wir hier sind. Mhm. So, hier hat es ja diese umgefällten Bäume. Ich hätte gedacht, ich wäre schon irgendwo hier in der Nähe gewesen. Aber ich bin halt gestorben, da war Bambus drumherum und das habe ich absolut gar nicht gesehen vorher. Also muss ich wohl noch echt weit weg von hier gewesen sein. Naja, wir laufen mal wieder zurück. Vertraust du mir nicht? So, geh mal zurück. Ja, keine Ahnung. Bist du durstig? Ich? Nö. Oh ja. Nee, meiner. Großer Stein. Wenn ich wenigstens etwas von meiner langen Reise mitnehmen kann, dann ist es ein großer Stein.
Ja, immerhin. Man muss auch stolz sein. Oh nein, da ist ein Ameisenhaufen, gleich wieder umdrehen. Wollte ich mal echt gucken, will, was hier so geht. Ich höre hier irgendwie ein paar Geräusche. Ja, dann geh da mal hin. Aber ich sehe nicht, wie man da überhaupt hinkommt. Naja. Ich will mich nicht nochmal verlaufen. Raus. Mit einem dicken Stein in der Hand. Ja, hier könnte aber auch überall eine Klapperschlange lauern, wa? Ja. Sind echt mies. Oh, warum habe ich denn schon wieder Ekel? Ah, ja. Gott, habe ich mich gerade von der Liane erschrocken. Ja. Hey Juli. Ja, bitte. Soll ich dir nachher mal was Interessantes zeigen hier? Was denn? Wo du auch einen großen Stein herkriegst. Wo man auch einen großen Stein herkriegt? Ja, hier lag gerade einer rum. Hä? Ich bin im Kreis gelaufen. Wow. Aber jetzt weiß ich zumindest wieder, wo ich bin. Das hat auch zumindest mal etwas. Hat auch Vorteile. Man auch ein, ja, das möchte ich mal gern sehen, wo man auch einen großen Stein herbekommt. Naja, also da lag wie gesagt einer am Weg, also ich will dir nur zeigen, wo der große Stein liegt. Okay. Ach, du sagst, hast es schon fertig gebaut hier. Sag, nee. Was denn? Du brauchst nur noch zwei normale Steine, sag das doch. Ja, kleine, ja, ja. Oh. Ich bin hier allgemein. Hier gibt's vier Feuerstellen. Oh nee! Juli! Ja? Hast du. Aua! Hast du was zum. Au! Nee. Ja, komm, töte mich! Wer? Jaguar? Ja. Nico? Ja. Jaguar? Ja! Aber ich hätte auch nichts zum Verbinden, wenn du das meintest. Ich bin ja eh tot. Ja. Oh, aber schon wieder. Ich komm mal, wa? Ja. Hä, wo bin ich denn? Hier muss ich hin. Oh. Und schon wieder tot. Nico died. Ich komme. Ist der irgendwo weggerannt oder so? Mhm. Alter Wildschwein! Oh! Wo ist denn der? Etwa? Genau am Bett. Ah, ich sehe ihn. Jetzt ist er weggerannt, wa? So. Hab dem dreimal den Kopf gegeben. Okay. Als ob. Jetzt ist er wieder da? Nee, Wildschwein. Oh. Da blöde ich was nur. Macht das? Wildschwein. Das Blöde ist halt nur, ich habe jetzt halt wieder hier unendlich viele Wunden am Arm. Und die werden sich auch wieder. Ja, dann einmal töten, ne? Ja, aber wie? Ich weiß, wir brauchen mal dieses Monarchi-Blatt da. Oh. So, Juli, ich wollte dir noch was zeigen. Ja, Moment, ich bin hier auf dem Weg, wa? So als Abschluss für die nächste Folge. Ja, ich bin auf dem Weg. Da
ich bin bei 63 Kilo. Okay, ich glaube, ich werde aber auch wieder sterben jetzt. Haben wir irgendwo ein Steinlager? Ich mach das mal neben die Nussschalen. Rudi? Ja? Weißt du zufälligerweise, ob es nochmal extra stark auf die geistige Gesundheit geht, wenn du deinen Kollegen umbringst? Ja. Ah. Ja, dann fällt ihn einfach so um. Aber du, jetzt kannst du mir gleich zeigen, was du meintest. Genau. Genau. Der einzige Vorteil, ich bin jetzt wieder gesund. Das ist richtig. So, jetzt was willst du mir zeigen? Ich habe keine Energie. Ja? Oh, Nüsse. Wo läufst denn du hin? Hier den Berg hoch. Warum? Also erstens, hier ist so eine Wasserstelle. Du siehst, das Wasser ist hier relativ blau. Lol. Hier kriegst du... Ja. Oh, hier sind auch noch ein paar große Steine. Aber hier kannst du... Also ich konnte zumindest vorhin draus trinken und es ist sicher. Also ich habe keine Parasiten bekommen. Der macht zwar komische Geräusche, aber du hast halt Hydration und... Genau. Ja, disgusting. Mein Gott, disgusting. Nee. Ja, ja, ja. Ja, du weißt es. Der sagt, es wird zwar nicht schmecken, aber du verlierst keine Gesundheit und nix. Also. Okay, alles denk klar. Denke ich mal, es ist safe und. Nicht, ob ich mir das mehr. Ja. Und dann noch weiter. Okay. Einfach. Komm hier nicht raus. Wo ist denn das hier? Einfach auf dem Weg, okay? Genau. Und dann weiter. Uff, lol, was ist das denn? Keine Ahnung. Irgendwelche Spuren hier. Hier bin ich vorhin durchgegangen und eine halbe Stunde in die andere nach dahin gelaufen. Aber ja, ich habe das hier ganz am Anfang gefunden. Okay, interessant. Moment mal, Juli, stehen bleiben, Juli, stehen ja. Bleiben. Wasch Egel. Ja. Oder hat es einen? So, jetzt nur. Nee, ist immer noch die Lupe. Ja, das habe ich da. Ist immer noch die Lupe. Da ist noch einer. Ah, Egel. Ja. Egel. Jetzt ist weg. Okay. Ja, das waren jetzt die zwei Sachen, die ich sagen wollte. Okay. Und hier, wie gesagt, hier bist du gleich wieder beim. Wasser? Ja, ist das absolut nicht wert. Da sind wir ja immer voll dran vorbeigelaufen. Immer schön. Das ist ja mal geil. Wir müssen auch mal so die kleinen Pflanzen auf dem Boden kaputt machen, weil irgendwie kriegen wir da auch dieses Monalia-Blatt. Okay. Dieses Monalia-Blatt, was wir als Verband machen können. Mhm. Oh nee! Maler Ingo ist wieder da! Die belagern unser. Wer ist wieder da? Die belagern unser Feuer. Wer? Na die! Als ob! Oh, okay. Alles klar. Plan? Ja, wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Oder so, ja. Schaltet auch da wieder ein, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die wieder abschlachten. Ansonsten wünsche ich euch was. Bis oder dann, ciao. Oder abgeschlachtet werden. Tschüss. Oder das.